zweite steigst du ein? Auf der richtigen. Na dann los. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich übernehme mal die Anmoderation. Anne ist nämlich beschäftigt mit Fahren. Eine weitere Neuerung in diesem Jahr. Ich bin zur Autofahrerin geworden. Ihr seht, es hört nicht auf. Die Veränderungen begleiten uns dieses Jahr wirklich stetig. Und ja, wir nehmen euch heute mal mit, gehen ein bisschen in die Natur und gucken uns was ganz Besonderes hier in der Region an. Anne macht das schon hervorragend. Ich bin echt ein bisschen stolz, muss ich sagen. Also wer sich noch erinnert, so die ersten müden Fahrversuche in Schweden und dann ja die ersten Feldstrecken, die sie dann alleine gefahren ist. Und jetzt fahren wir hier schon mit 120 über die Autobahn. Also das Auto ist ein bisschen kleiner geworden, aber macht sie sehr gut. Wo ist der Pablo eigentlich aktuell? Ja, Pablo befindet sich aktuell in der Werkstatt. Es sind viele Themen, ja, die... Ja, es ist einfach ein Van im Vanlife, der ist einfach so krass belastet. Es sind jetzt wirklich viele Dinge, die jetzt angefallen sind. Beispielsweise das Luftfahrwerk hinten wird gerade gemacht. Aber auch die Reifen mussten dringend gewechselt werden. Das heißt, es sind jetzt einfach so ein paar Themen, die erstmal gemacht werden müssen, bis er wieder einsatzbereit ist. Aber wir fahren heute trotzdem mal mit einem kleineren Fahrzeug in die Natur und nehmen euch mit. Spaß gemacht? Ja, am Spaßlevel bin ich noch nicht angekommen, aber es wird mit jedem Mal besser und es ist vor allem was ich mir für dieses Jahr fest vorgenommen habe. Vor allem jetzt mit einem kleinen Auto, so ein Alltagsauto, ist es für mich auch viel, viel leichter. Okay, aber genug zu meiner Fahrpraxis. Wir sind jetzt am Kiffhäuser-Denkmal angekommen und wollen das wunderschöne Wetter einfach mal nutzen, um hier eine große Runde spazieren zu gehen. Und wir wollen auch noch ein Thema thematisieren, worüber wir aber im Laufe des Videos einfach noch mal ein bisschen genauer sprechen. Jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Wir waren nämlich noch nie hier. Perfektes Wetter. Die Sonne tut so gut. Bisschen Vitamin D tanken. Ist echt richtig schön. Erstes müssen wir erstmal ein riesen fettes Dankeschön an euch alle rausgeben. Das Video ist richtig gut angekommen in der Community und es sind super viele richtig coole, konstruktive
Ja, Tipps, Kommentare, you name it, alles Mögliche ist drunter. Und wir sind einfach nur begeistert von dem Feedback und der Resonanz und dem Ganzen, was in dem letzten Video abging. Es hat uns richtig geflasht und wir sind richtig stolz drauf und freuen uns, euch unsere Community irgendwie nennen zu können und dass ihr da so cool drauf reagiert habt und einfach so viele tolle Tipps gegeben habt. Ich habe da eine Liste gemacht, damit ich das auch nicht vergesse, was da alles so dran stand. Und natürlich, ihr wisst, man kann da nicht alles von umsetzen und abarbeiten, aber wir können uns auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen. Ja, ihr habt auch total viele Fragen, die bei euch vielleicht jetzt auch natürlich nach so einem Video offen geblieben sind. Wir versuchen, viele von diesen Fragen in den kommenden Wochen, Monaten immer wieder zu beantworten. Habt da aber auch einfach ein bisschen Geduld. Unter den ganzen super tollen Kommentaren waren natürlich auch ein paar, ich sag mal, nicht unbedingt Skeptiker, aber ein bisschen vielleicht das ein oder andere zweifelnde Wort war da schon dran, was natürlich auch absolut berechtigt ist bei so einem krassen Projekt und bei so einem Umfang. Ja, da ist das, bleibt das, glaube ich, unweigerlich aus. Ja, auch an der Stelle, wir schätzen das total. Manche haben auch geschrieben, sie machen sich Sorgen um uns, überstürzen wir da nicht einiges. Und das schätzen wir wirklich, das nehmen wir uns zu Herzen. Wir haben jeden einzelnen Kommentar durchgelesen. Die super, super positiven, aber auch die, die vielleicht ein paar Einwände, Fragen, Zweifel hatten. Also auch an der Stelle, wir nehmen das weder übel noch sonst irgendwas, sondern haben uns auch hier gefreut. Wir haben uns natürlich auch im Vorhinein extrem viele Gedanken gemacht. Wir sind beides keine Menschen, die unvernünftig sind. Ja, wir leben gerne im Hier und Jetzt und sind auch sehr spontan. Wir haben nicht die riesigen Sicherheitsbedürfnisse, wie es vielleicht manche andere haben. Aber wir machen nichts unüberlegt. Also das an der Stelle definitiv. Und vor so einem großen Projekt oder auch so einer starken Veränderung in unserem Privatleben haben wir uns natürlich auch beispielsweise mit dem Thema Scheitern beschäftigt. Ja, dieses ganze Thema Scheitern ist ein ziemlich großes und das hat uns natürlich im Vorfeld auch beschäftigt. Was ist, wenn das Ganze nicht klappt? Wie sieht das aus? Was für einen Einfluss hat das auf uns? Was beruflich, persönlich? Wie gehen wir mit der ganzen Thematik Scheitern um? Und wir haben uns da sehr, sehr viele Gedanken gemacht und wir wollen das ein bisschen mit euch teilen, damit ihr vielleicht auch ein bisschen besser den Hintergrund verstehen könnt, warum wir das Ganze machen, aber warum wir Bock auf dieses Projekt haben, auch wenn es natürlich scheitern kann, diese Gefahr, die kann uns einfach keiner nehmen. Also das sind ein paar Aspekte dabei, die wir kurz mit euch besprechen wollen. Augenscheinlich am Anfang so ein bisschen der Fall ist, dass es sehr viel ist und dass dieses Projekt wirklich gigantisch und einfach groß wirkt. Und das ist wahrscheinlich einfach der Tatsache geschuldet, dass wir erstmal alles auf den Tisch gepackt haben, was uns so im Kopf vorschwebt, beziehungsweise wo es schon konkrete Projekte im Hintergrund vielleicht gibt, aber die natürlich nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass das letzte Video einfach so ein, ja, ich sag mal, Sollzustand abbilden soll, wie das ganze Projekt am Ende aussehen soll, kann. Und da wirkt es erstmal viel, glaube ich. Das ist einfach so ein bisschen, ja, das ist auf den ersten Blick erstmal, wirkt ein bisschen gigantisch, muss ich auch sagen. Was da auch noch mit reinspielt, wir sind große Träumer und Visionäre. Ist das was Schlechtes? Nein, ich glaube nicht. Das ist sogar was ganz Tolles, weil viele Menschen das meiner Meinung nach verloren haben, weil viele sich das vielleicht auch gar nicht zutrauen, zu träumen, groß zu träumen. In welchem Zeitraum wir jedes einzelne Projekt am Ende umsetzen werden und wie es dann aussieht, wissen wir noch nicht. Aber wir haben Vorstellungen, wir haben uns da auch wirklich Gedanken drüber gemacht. Das sind jetzt auch nicht nur reine Hirngespinste, aber wie Fabi gesagt hat, das sind Visionen und die kommen nicht von heute auf morgen. Das ist uns vollkommen bewusst. Das ist aber auch gar nicht der Plan, sondern das ist ein Langzeitprojekt. Ein Van ist auch ein Langzeitprojekt, der ist eh nie fertig. Ja. Und genauso wird es, glaube ich, auch hier sein. Wir werden einfach gucken, was können wir als erstes realisieren, was kommt danach.
ein Fuß nach dem nächsten, ein Schritt nach dem nächsten. Und dann gucken wir einfach, was entsteht. Ich glaube, da spielt es uns rein, dass wir auch Visionen haben. Natürlich muss man dann immer schauen, was ist auch umsetzbar. Und wo wir schon bei dem Punkt Van sind, ich kann mich noch erinnern an den Zeitpunkt, wo wir zum ersten Mal gesagt haben, wir bauen einen Van aus und wir wollen durch Europa reisen. Und das war mitten in der Corona-Zeit und da gab es auch sehr viele Skeptiker, die gesagt haben, das klappt nicht, wie wollt ihr durch Europa reisen, das ist doch überhaupt nicht möglich. Und am Ende, ihr habt es gesehen, wir haben das 3 Jahre lang gemacht, wir haben aus dem Van gearbeitet, wo auch viele gesagt haben, ja, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Wir haben den zweiten Van in einer sehr kurzen Zeit ausgebaut, von 3 Monaten. Da hat Annes Osteopath gesagt, das schafft ihr nie. Haben wir auch hinbekommen. Also das sind natürlich kleinere Projekte in kleineren, ich sag mal, kleineren Dimensionen. Aber ja, irgendwie muss man ja auch ein bisschen groß träumen, glaube ich. Oder? Ja, wir machen es auf jeden Fall. Und ich möchte mir das auch auf keinen Fall nehmen lassen, weil das für mich auch einfach was ist, was zum Thema Selbstverwirklichung mit dazugehört für mich. Und ich sage immer so, Träume sollten in die Realität umgesetzt werden, aber das kann nur passieren, wenn man auch den Mut hat, überhaupt erstmal anzufangen. Ich glaube, den ersten Schritt haben wir genau damit schon getan, indem wir euch davon berichtet haben, indem wir uns Gedanken gemacht haben. Und ich kann euch sagen, es läuft viel im Hintergrund, was wir auch noch gar nicht teilen möchten, wollen oder können. Deswegen auch mein Anfangsappell, habt ein bisschen Geduld und vielleicht auch ein bisschen Vertrauen in uns. Und was da auch ein bisschen reinspielt, wir bauen uns natürlich auch selber ein bisschen gewollt Druck auf, indem wir euch das alles zeigen und präsentieren, was wir da machen. Und das zu einem frühen Zeitpunkt. Einfach, dass wir selber am Ball bleiben und einfach dem Projekt einfach auch ein bisschen, ja, ein bisschen hinterherrennen und da auch was wirklich machen. Weil ihr wisst, wenn wir einmal damit angefangen haben, das zu dokumentieren, dann sind wir selber in dem Loop drin, dass wir auch wieder was Neues präsentieren wollen und euch zeigen wollen. Und deswegen auch dieser frühe Zeitpunkt, um euch das Ganze zu präsentieren, was wir da vorhaben, um uns am Ende vielleicht auch nochmal selber zu zeigen, hey, so war vielleicht am Anfang das Bild und so ist es am Ende geworden, ist, glaube ich, auch ganz spannend. So, weiter geht's. Vielleicht kriege ich ja Anne noch auf das Denkmal drauf. Hast du Bock? Nein. Ehrliche Antwort. Ich bin großer Fan davon, die Komfortzone zu verlassen und Ängste zu überwinden. Aber nicht, wenn es ums Thema Höhe geht. Ach, muss nicht sein. Close your eyes, hear the voice within. Zweite Station für heute, der Fernsehturm. Ich glaube, da kommen wir nicht näher ran. Es ist abgezäunt. Ein Punkt, den wir noch zum Thema Scheitern sagen wollen. Wir haben das Gefühl, also in den Kommentaren nicht. Es waren, wie gesagt, ein paar wenige Kommentare, die in die Richtung gingen. Aber wir haben schon das Gefühl, dass in Deutschland es nicht so die richtige Mentalität für Scheitern allgemein gibt. Ich meine, was ist denn so schlimm dran zu scheitern? Das heißt ja meistens nur, dass man sich am Anfang was getraut hat zu machen, was man vielleicht vorher noch nicht gewagt hat. Und manche Sachen gehen halt einfach nicht auf. Manche Businessmodelle, die hören sich erstmal gut an und die klappen am Ende nicht, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen heißt es ja noch lange nicht, dass man es nicht machen sollte.
Genau, also wir leben ja irgendwie gerade in Deutschland in so einer extremen Leistungsgesellschaft. Gefühlt ist man immer nur was wert, wenn man ja richtig erfolgreich ist, wenn alles klappt, wenn immer alles nach Plan A läuft. Aber sind wir mal ehrlich, so spielt das Leben ja auch nicht. Und deswegen sind wir wirklich Fan davon. Fehler gehören dazu zum Leben. Scheitern gehört dazu. Scheitern gehört dazu. Aber man traut sich was. Man geht Dinge an, auf die man Lust hat. Können wir und das ganze Projekt scheitern? Absolut. Also definitiv. Das sehen wir auch gar nicht als unrealistisch. Kann es an Vorschriften, an Genehmigungen, am Geld, an sonst was für Sachen scheitern? Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir es nicht machen würden, wenn wir es nicht probieren würden, dann würden wir beide das definitiv bereuen, weil so sind wir nun mal. Wir versuchen, das umzusetzen, worauf wir Lust haben. Wir nehmen in Kauf, dass auch Fehler passieren können. Ich glaube, nur so kann man sich weiterentwickeln. Deswegen auch mein Appell, wo ich mit ganzem Herzen hinterstehe, traut euch was, fangt einfach an, auch wenn es, ja, auch wenn die Möglichkeit des Scheiterns besteht. Genau, wenn man nämlich seine Träume am Ende nicht verwirklicht, weil man Angst davor hat, das zu machen, dann ist man ja schon vorher gescheitert, bevor man es überhaupt probiert hat. Deswegen einfach machen, gucken, was passiert. Am Ende des Tages, ja, was soll schon schieflaufen? Also, es kann natürlich nicht aufgehen, aber dann hat man es wenigstens versucht und hat versucht, seinen Traum zu leben. Deswegen an uns ein klarer Appell an alle Leute, die sich irgendwas Merkwürdiges vielleicht für andere trauen wollen, was ausprobieren wollen, was machen wollen, was vorher noch nicht so viele andere gemacht haben. Macht's einfach. Guckt, übermacht euch Gedanken, dass es Hand und Fuß hat, und wenn ihr glaubt, das ist der Fall, dann macht es auf jeden Fall. Ja, so. Und selbst wenn die Möglichkeit besteht, dass es am Ende im Sande verläuft oder scheitert, fangt einfach an. Das ist wirklich unsere Botschaft, glaube ich, vom heutigen Video. Und wir wollten euch einfach nochmal mitgeben, warum wir das Ganze jetzt aktuell auch machen, warum wir diese Möglichkeit nutzen. Und wir haben vor allem richtig Lust drauf. Das hat mich nämlich in den Kommentaren auch begeistert, dass viele auch geschrieben haben, man merkt uns unsere Euphorie an. Man merkt uns unsere Euphorie an. Und ich glaube, genauso ist es auch. Wir haben richtig Lust auf Veränderungen. Wir haben Lust, wieder was Neues zu starten. Und wir sind auch bereit, ja, dieses Wagnis einzugehen. Und wir nehmen euch auf jeden Fall mit und freuen uns drauf, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls euch das ein bisschen Inspiration war, dann lasst dem Video gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, alle zusammen. Tschüssi. Ciao, Kakao. Aus dem wunderschönen Harz bei perfektem Wetter.